Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, die letzte Folge ist leider nicht so schön zu Ende gegangen. Aber es geht natürlich weiter und deswegen werden wir jetzt mal schauen. Die Stunde ist gekommen, Entseelte. Die endgültige Konfrontation mit dem Gott der Intrigen steht bevor. Die fünf Gefährten versammeln sich an der Zuflucht. Trefft uns dort. Ja, und damit startet die neue Quest. Das heißt, dass wir uns jetzt erstmal zum Wegschrein aufmachen. Am besten ohne überall Schaden zu nehmen, immer runterfliegen. Und dann treffen wir uns an der Zukunft, so wie er es gesagt hat. Das Nirnwurz kann ich allerdings mit diesem Account leider nicht einfach so übersehen. Das muss ich mitnehmen, weil ich hier nicht so viel davon habe. So, wir gehen dann einmal nach Auridon und direkt in die Zugflucht, beziehungsweise davor. So, Varen, du hast eine Nachricht für uns. Beziehungsweise du hast etwas mit uns zu besprechen. Er steht übrigens nicht da, wo er normalerweise steht. Achso, wir haben hier noch ein neues Buch. Das könnt ihr euch wie immer gerne durchlesen. Sondern er steht hier hinten. Eure Taten sind nichts anderes als legendär. Da die Ebenenverschmelzung nun ein Ende gefunden hat, wird Tamriel vielleicht fortbestehen. Jetzt ist die Zeit gekommen, um sich Molag Bal zu stellen und eure Seele zurückzufordern. Was soll ich tun? Ihr müsst die fünf Gefährten in diese letzte Schlacht führen. Wir, und zwar wir alle, sind bereit, unser Leben zu opfern, um diese Sache zu Ende zu bringen. Unser Plan sieht vor, dass wir das Amulett der Könige einsetzen, um euch mit genug Macht zu erfüllen, damit ihr es mit einem Daedra-Fürsten aufnehmen könnt. Was wird mich erwarten? Ohne jeden Zweifel hat der Gott der Intrigen seine mächtigsten Diener um sich geschart. Doch sein Hochmut wird für seinen Untergang sorgen. Womöglich betrachtet er euch nicht einmal als Bedrohung. Wir werden uns alle Mühe geben, dafür zu sorgen, dass sich diese Einschätzung als katastrophal falsch erweist. Von mir aus kann es losgehen. Ja, und damit sind wir vorerst ein letztes Mal in Kalthafen. Kommt her, Entseelte. Ich würde gerne mit euch sprechen, bevor wir uns fröhlich unserem Untergang zuwenden. Die Zeit ist gekommen. Hört auf, euch selbst zu hinterfragen und hört auf, eure Entschlossenheit zu hinterfragen. Fasst euch ein Herz und tut es einfach. Ihr seid bereit. Was meint ihr? Das ist er. Das ist der verdammte Anfang vom Ende. Es gibt keinen Grund, so zu tun, als wäre es anders oder zu behaupten, wir wären nicht bereit dafür. Diese Herausforderung wird nicht warten. Könnt ihr tun, was getan werden muss? Koste es, was es wolle? Ganz gleich, wie viel Trauer es euch auch bringen wird? Molag Bal hat meine Seele. Habe ich eine Wahl? Es gibt immer eine Wahl. Aber ihr werdet euch nicht aussuchen können, was wahr ist. Ihr werdet euch nur aussuchen können, was ihr tun werdet. Müsst ihr noch einmal daran erinnert werden, was vor uns liegt? Sagt es mir noch einmal. Wir nähern uns der Festung von Molag Bal, dem womöglich gefährlichsten Ort im ganzen Reich des Vergessens. Gemeinsam sind wir fünf von großer Macht, selbst ich gebe das zu. Aber ich kann das Ritual nicht beginnen, bis wir vor dem dunklen Fürsten selbst stehen. Fahrt fort. Im Austausch für dieses Erfüllen mit Macht wird einer eurer Gefährten geopfert werden müssen. Wenn die Zeit kommt, wird es euch obliegen, darüber zu entscheiden, wer es sein soll. Diese Machtfülle wird nicht lange anhalten, deshalb müssen wir dicht an den Feind herankommen. Und dann? Und dann was? Ich habe keine Ahnung, was mit euch geschehen wird. Eine Apotheose? Eine Auslöschung? Es gibt dazu viele unbekannte und zu wenig gesicherte Informationen. Doch wenn ihr Molag Bal besiegt und überlebt, sollten eure Seele und die aller anderen Entseelten wiederhergestellt werden. Lasst uns loslegen. Ja, und damit geht's dann auch los. Wir müssen uns irgendwie den Weg hier durchbahnen. Ein paar Sachen kann man immer mal wieder
zwischendurch einsammeln. Da unten kommen jetzt die Gegner. Genau, da oben stehen sie schon. Man könnte ja theoretisch auch dran vorbeilaufen, aber... Ja. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Okay, es wäre vielleicht doch schneller gewesen, wenn ich dran vorbeigelaufen wäre. Ich gebe zu, normalerweise laufe ich hier dran vorbei. Aber ich habe mir... Okay, der backt gerade bei 5%. Ja, er hat die ganze Zeit auf 5%, ist aber schon tot. Auch nicht schlecht. Ich habe mir gedacht, es sind hier nur zwei Gegner, die kann ich ja angreifen. Habe aber nicht mehr darüber nachgedacht, dass da halt mehrere dann rauskommen aus den Portalen. Hier kann man im Übrigen auch dran vorbeischleichen, wenn man nicht direkt drauf zuläuft von vorne. Dann sieht er einen nicht. Muss man nicht machen. Man kann natürlich auch die XP mitnehmen. Aber geht jetzt für mich persönlich schneller. Ich dachte eigentlich, dass da was rauskommen würde. Kann aber auch sein, dass das irgendwie gekoppelt ist mit dem unten. So, erkundet die Halle. Da war was. Das habe ich gesehen. Und wir haben wieder ein Rezept bekommen. Sehr schön. Das ist leer. Dieser Ort vibriert vor Schmerz und Leid. Hier muss Molag Bal diejenigen foltern, die ihn verärgern. Ja, aber da müssen wir nicht unbedingt rum. Wir können nämlich einfach hier an der Seite ein bisschen rumlaufen. Sammeln dann mal ganz fix ein paar Sachen ein, die man hier so finden kann. Glaube ich, nichts mehr. Hier hinter ist noch was. So, dann umgeht man einfach das große Viech da. Und geht dann hier zur Mitte. Ist das Manimako? Ja, das ist er. Also, es wäre schön, wenn du hier mal... Aha. Ist mein Axt dann, bitte. Ihr seid ihr gekommen, um euch an meiner Pein zu ergötzen? Oder ist euer Erschein hier ein Teil davon? Manimako? Ihr seid noch am Leben? Ich bin weder lebendig noch tot. Ich bin in einer Fontäne aus Asche und Galle und wirbelnden Dämpfen gefangen. Meine Ohren sind taub vom Kreischen tausender Kerzen an Nägel. Und der Schmerz kennt kein Ende. Warum hält euch Molag Bal hier fest? Ich bin sein Spielzeug und ein abschreckendes Beispiel für all jene, die sich ihm in den Weg stellen wollen. Mein Plan war makellos. Meine Intrigen waren perfekt ausgeführt. Ich wäre ein Gott geworden, wenn ihr nicht gewesen wärt. Mein einziger Trost ist das Wissen, dass ihr diesen Schmerz schon bald am eigenen Leib erfahren werdet. Ich bin hier, um ihn zu besiegen und meine Seele zurückzubekommen. Hochmütiges, anmaßendes, selbstsüchtiges Geschwätz! Dieser falsche Klunker ist nichts im Vergleich zur Macht des Meisters. Ich gehe davon aus, euch schon bald wiederzusehen. Für den Rest der Ewigkeit wird meine einzige Freude darin bestehen, euren gequälten Schreien zu lauschen. Ich könnte euch befreien, wenn ihr das wünscht. Nach allem, was vorgefallen ist, ich habe euch getötet, ihr Hohlkopf. Ich sah zu, wie euer Leben flackerte und erlosch wie eine Kerzenflamme in einem tobenden Sturm. Meine untoten Diener tranken euer Blut. Und ich belebte eure Leiche wieder. Verhüllt mich also nicht mit solchen Scherzen. So sei es. So, ihr habt theoretisch... Manimako. Er war ein hinterhältiger Heuchler mit einem Gottheitswahn. Der Narr hat genau das bekommen, was er verdient hat. Theoretisch könnt ihr jetzt da hinten hingehen und hier Manimako befreien. Aber ich bin ganz ehrlich, ich stehe voll zu dem, was Tan sagt.
Ich habe keine Lust, den zu befreien. Deswegen lassen wir den einfach mal hier. So, hier können wir dann auch noch so ein paar Sachen untersuchen. Das ist übrigens die einzige Entscheidung in Teso, die mir immer sehr leicht fällt. Manimako da zu lassen. Molagbal ist hier. Ich kann seine Anwesenheit spüren. Seinen verfaulten Atem im Windrich. So, dann kommt mal mit. Ah, dieser Ort sollte für unsere Zwecke genügen. Versammeln wir uns und bereiten das Ritual vor. Was denkt ihr, war dieser Ort? Eine Art Tempel. Die dunklen Anker haben ihn vielleicht nach Kalthafen geholt. Oder er wurde von den Daedra erschaffen, um die Göttlichen zu verhöhnen. Ist das wichtig? Wir können nicht länger warten. Wir müssen das Ritual durchführen. Entseelte, es wird Zeit, dass ihr eure Entscheidung trefft. Ja. Ich meine, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Die fällt immer gleich aus. Aber es ist trotzdem irgendwie sehr schade, weil es halt eben einer von denjenigen ist, die man doch alle irgendwo so ein bisschen ins Herz geschlossen hat. Ja, das sollte dich genug sein, glaube ich. Seid ihr gewappnet? Waren, Sai und Lyris sind alle bereit, ihr Leben zu geben. Das überrascht keinen mehr als mich. Sie sind bereit, sich selbst zu opfern, um die Welt zu retten. Und doch werden sie nie ein Wort des Dankes dafür hören. Schon komisch, dass ein so selbstsüchtiger Mann so etwas sagt, nicht wahr? Ich sollte vorsichtig sein, dass ich daraus nicht noch etwas lerne. Wie kann ich diese Entscheidung treffen? Ich habe keine Ahnung. Sprecht mit ihnen. Lasst euch von ihren eigenen Worten überzeugen. Doch sobald die Entscheidung getroffen wurde, führt kein Weg mehr zurück. Das Ernten einer frischen Seele wird zwangsläufig Molagbals Aufmerksamkeit auf uns lenken. Diese Gelegenheit müsst ihr nutzen, um ihn niederzustrecken. Gibt es keinen anderen Ausweg? Darüber haben wir doch schon gesprochen. Ihr müsst von göttlicher Macht erfüllt werden, um auch nur daran denken zu können, einen Daedra-Fürsten herauszufordern. Das Amulett der Könige kann euch diese Macht gewähren, wenn auch nur zum Preis eines Lebens. Mit welcher Art von Macht, die mir übertragen wird, kann ich rechnen? Das Amulett der Könige ist ein Relikt Akatoshs, des Drachengottes der Zeit. Seine Kräfte verkörpern Standhaftigkeit sowie Unbesiegbarkeit und fördern zugleich die Tugenden des Pflichtbewusstseins, der Diensttreue und des Gehorsams. Macht euch selbst einen Reim darauf. Ich werde mir anhören, was Sie zu sagen haben. Ich sehe da diesen Blick in euren Augen, Entseelte. Und ich frage mich, werde ich es sein? Ihr sollt wissen, dass ich es als große Ehre betrachten würde. Es wäre ein guter Tod. Ihr klingt sehr überzeugt. Wenn man jeden Tag lebt, als wäre er der Letzte, so wie ich das tue, dann hat man mit dieser Annahme auch irgendwann recht. Ich wurde geboren, um den Heldentod zu sterben. Das wusste ich schon immer. Und ich bin seit jeher dafür gewappnet. Wollt ihr wirklich, dass ich euch wähle? Einst habe ich geschworen, meinen Kaiser zu beschützen. Und ich bin gescheitert. Ich darf nicht zulassen, dass er sein Leben anstelle des meinen opfert. Noch kann ich Lyris, meine Schneelilie, darum bitten. Sie bedeutet mir mehr, als sie jemals erfahren wird. Bitte, gewährt mir diese Ehre. Ich brauche mehr Zeit, um mich zu entscheiden. Wir haben schon ein paar verrückte Abenteuer erlebt, oder? Aber man bezeichnet sie erst so, wenn alle heil wieder zu Hause sind. Das heißt wohl, dass die Abenteuer hier nun ein Ende finden. Aber ich bereue nichts davon. Nicht einen Augenblick. Mir geht es ebenso. Mein Vater sagte mir einst, das Wichtigste, worum jeder wissen sollte, ist das, wofür er zu sterben bereit ist. Das weiß ich jetzt. Ihr seid jung. Vor euch liegt noch ein ganzes Leben. Ich fühle mich, als hätte ich schon ein Dutzend Leben geführt. Ich bin so müde. Und ich freue mich schon darauf, meine Eltern wiederzusehen. In Sovngarde. Wenn mein Tod einen Sinn bekommt, dann wird auch mein Leben einen gehabt haben. Es wäre mir eine große Ehre, wenn ihr mich auswählen würdet. Ich brauche mehr Zeit, um mich zu entscheiden.
Vergesst nicht, Entseelte, wir kämpfen für unser Volk. Wir kämpfen für Tamriel. Man kann das Böse eine Weile im Zaum halten, aber man kann es nie ganz auslöschen. Doch es ist wichtig, dass wir ihm Widerstand leisten, dass wir weiterkämpfen und uns zur Wehr setzen. Was steht in den Schriftrollen der Alten über diesen Moment? Nur sehr wenig. Die Schriftrollen sehen vieles voraus, sogar mögliche Zukünfte. Aber sie sind nicht unfehlbar und sie werden euch diese Entscheidung nicht abnehmen. Man kann kein Meer überqueren, indem man am Ufer verharrt und über das Wasser nachdenkt. Seid stark, Entseelte, und handelt. Was geschieht, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Es gibt keine Entscheidung, die sicheren Erfolg verspricht. Es gibt nur eine Auswahl an Entscheidungen. Das Reich des Vergessens hat mich nicht in ein Monster verwandelt. Es hat mir nur meine Befürchtungen über mich selbst bestätigt. Es wäre nur passend und noch dazu ehrenvoll, wenn ihr mich auswählen würdet. Es wäre ein guter Tod. Also, meine Wahl ist jedes Mal auf Waren gefallen. Das hat die drei folgenden Gründe, wobei den dritten Grund werdet ihr nicht kennen, sofern ihr das Spiel noch nicht weitergespielt habt. Zum einen, er ist der Älteste, das heißt, er hat sein Leben schon gelebt. Das hat er irgendwann in der Folge davor auch mal so gesagt. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber es wäre natürlich logischer, jemanden zu nehmen, der schon älter ist und vielleicht nicht mehr so lange lebt, als zwei, die noch jung sind und noch viel in der Welt bewegen können. Der zweite Grund war natürlich, ich kann schlecht Sai und Lyris voneinander trennen. Bin ich ganz ehrlich, weil das ist ja das Liebespärchen schlechthin hier drin. Die kann ich einfach nicht voneinander trennen. Und dann gibt es noch für mich auch persönlich eine wichtige, wichtiger Punkt für meine Entscheidung. Den dritten Punkt, Waren ist der einzige, der im Laufe der Story nicht mehr vorkommt. Also sprich, wenn ihr es in Anführungszeichen richtig machen wollt, müsst ihr eigentlich Waren auswählen, weil er derjenige ist, ja, der jetzt hier sein Ende findet, nicht mehr wiederkommt im Spiel. Und auf Lyris und Sai trefft ihr immer wieder in irgendwelchen DLCs und so weiter und in anderen Stellen. Und ja, es ist halt einfach unter den drei Aspektpunkten am logischsten. Nun gut, ich wähle euch aus, Waren. Stellt euch dort drüben hin, Entseelte, und wappnet euch. Wir werden euch oder euer Opfer niemals vergessen, Herr. Großer Akatosh, Drachengott der Zeit, vergebt mir meine Selbstüberschätzung. Gewährt eure göttliche Macht der Entseelten und stellt euren Schutz über Tamriel wieder her, damit mein Opfer nicht umsonst war. Die Geschichte gedenkt vielleicht nicht eures Opfers, aber die Anwesenden hier werden es nicht vergessen. Göttliche Tamriels, mit diesem Behältnis eurer Macht, dem Amulett der Könige, rufe ich eure Kraft an. Lasst dieses edle Opfer ein Zeugnis unseres Verlangens sein, die Dinge zu richten und das Gleichgewicht im Mundus wiederherzustellen. Euer Champion steht bereit. Nehmt dieses Opfer an und erfüllt diese Entseelte mit eurem Glanz. Widersetzt euch dem Willen Molag Baals. Entseelte, los! Steigt den Pfad hinauf! Stellt euch dem dädrischen Fürsten! Ihr müsst dem Gott der Intrigen allein gegenübertreten. Ich werde die anderen in Sicherheit bringen. Geht! Ja, ich mache es. Allerdings erst, wenn ich nochmal einen letzten Blick auf Waren geworfen habe. Ja. Ich blende mir mal eben die Karte ein, dann wird es nämlich etwas einfacher. Ihr seht, wir haben jetzt diese nicht ganz so schöne strahlende Rüstung an. Die verleiht uns jetzt gottgleiche Kräfte. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Eure ständige Einmischung ist zu Ende, Helden von Tamriel. Komm mal nicht hoch. Ja, also ihr merkt schon, gegen das Fußvolk. Was ist das für eine Torheit?
Ist euer sterblicher Verstand übergeschnappt? Denkt ihr wirklich, ihr könnt mich besiegen? Gegen das Fußvolk haben wir hier richtig gut Power. Die dunklen Machenschaften des Reichs des Vergessens sind weit komplexer als alles, was eure sterblichen Sinne erfassen können. Eure Qual wird legendär sein. Selbst für das Reich des Vergessens. Ja, irgendwie wünschte ich mir jetzt, dass ich das bei Sherlock Holmes auch so hätte machen können. Das wäre cool gewesen. Basti, du weißt aber schon, dass du keine gottgleichen Kräfte hast. Lass mich vorgehen. Trotzdem kämpft ihr weiter? Sorgt ihr euch nicht um eure eigene Existenz? Sollte ich? Hallo, schieß! Moment, das nehmen wir noch schnell mit. Okay, können wir nur eine Sache mitnehmen? Und weiter geht's. Wir rücken dem Ziel langsam aber sicher näher, wie man sieht. Ich bin ein Gott aus dem Reich des Vergessens. Ihr seid weniger als nichts. Euer erbärmliches, ädrisches Stück kann mich nicht besiegen. Ich bin Molag Bal, Herr der Unterwerfung. Herr des Weglaufens würde ich ihn nennen. Ja, Basti, ich sag doch, du hast keine gottgleichen Kräfte. Was ist das, Kind? Denkt ihr, euer Spielzeug kann einen Gott töten? Aber ich werde trotzdem betäubt, obwohl ich wegrolle und gar nicht bei ihm bin. Das ist auch schön. Euer Verstand ist mir entblößt. Ich kann eure Angst schmecken. Ihr seid fruchtbarer Boden für die Samen der ewigen Qual. Beweg dich! Tretet vor, Entseelte. Im Moment seid ihr sicher. Etwas für euch Wertvolles wurde aus Steinfeuers Wesen gerissen. Ich habe es hergebracht, damit ihr es zurückhaben könnt. Was wird wohl dieses Wertvolle sein? Aber ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, hier so die ganze Umgebung, mega, mega geil irgendwie von der Art her. Als ich das allererste Mal hier war, habe ich nur gedacht, Wahnsinn.
Und da ist sie. Endlich. Meine Seele. Ich gratuliere euch, kleines Insekt. Euer Stich ist beeindruckend. Ihr habt mich geschlagen und Tausende und Abertausende Seelen zurück in den Mundus entlassen. Für den Moment wurde eure Welt verschont, aber mein großer Plan entfaltet sich erst. Hervorragend. Eure Kraft sollte sich in den kommenden Konflikten als nützlich erweisen. Ihr habt euch heute einen großen und schrecklichen Feind gemacht. Der Welt würde es besser gehen, wenn die Ebenenverschmelzung erfolgreich gewesen wäre. Hättet ihr euch vor mir verbeugt und die ewige Dienerschaft akzeptiert, hätte ich euch beschützt. Es gibt schlimmere Meister als mich. Viel schlimmer. Ihr seid hier in meinem Bereich nur ein Phantom, Steinfeuer. Die sterblichen Prophezeiungen der Schriftrollen wurden erfüllt. Verlasst diesen Ort und kehrt in eure Grube zurück. Ihr habt eine mächtige Verbündete. Wusstet ihr, dass sie euch herbringen würde? Ich frage mich, welche Rolle sie in dieser großen kosmischen Farce spielen wird. Bah! Eure Einmischung hat mich schon so viel gekostet, verfluchte Kreatur des Lichts und der Flammen. Diese Farce amüsiert mich nicht mehr. Nähert euch dem Ursprung der Stimme. Ach so, ja, das war das, was wir eben gemacht haben. Eure Seele wurde wiederhergestellt. Ich kann ihr Licht in euch sehen und ihr habt eure Welt vor einem großen Unheil bewahrt. Doch eines solltet ihr wissen, Sterbliche. Die Mächte des Vergessens sind zahlreich und der Gott der Intrigen ist nur ein Spieler in einem verwirrenden Ringen um die Vorherrschaft. Was ist mit Molag Bal geschehen? Ihr habt ihn schwer verwundet. Es wird eine gewisse Zeit dauern, ehe er seine Macht zurückgewinnt. Wo ist das Amulett der Könige? Als euer Feind fiel, nahm jener, der den Namen Abnur Tarn trägt, Chim el-Adabal an sich und floh. Er kehrte in das Land zurück, aus dem er kam. Jenen Ort, den ihr Cyrodiil nennt. Er hat das Amulett mitgenommen? Die Macht des Amuletts ist schon seit mehr als einer Generation aufgebraucht. Der Kaiserliche wird es weder einsetzen, noch irgendeinen Vorteil aus ihm ziehen können. Aber er wird viele ernüchternde Jahre auf den Versuch vergeuden, es dennoch zu tun. Hatten wir Erfolg? Ist Tamriel sicher? Der Riss im Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn wurde geschlossen. Eure Welt ist fürs Erste sicher. Was ist mit meinem geopferten Gefährten? Er ist für immer fort, doch sein Andenken bleibt bestehen. Ich kann sehen, wie das Licht hinter euren Augen hell erstrahlt. Euer Freund ist jetzt ein Teil von euch, ebenso wie die Kraft der Göttlichen, wie eine Flamme in eurer erneuerten Seele brennt. Was ist mit mir? Eure Geschichte hat gerade erst begonnen. Molag Bal ist noch nicht fertig mit euch. In vielerlei Hinsicht haben sich die Geschehnisse zu seinem Vorteil entwickelt. Und ihr habt zudem die Aufmerksamkeit der anderen dethrischen Fürsten auf euch gelenkt. Was soll ich tun? Der Krieg zwischen den Königreichen der Sterblichen verwüstet noch immer eure Welt. Doch eure wahren Feinde sind nicht sterblich. Wenn ihr für die kommenden Zwiste bereit sein wollt, braucht ihr ein umfassendes Verständnis dafür, was hier auf dem Spiel steht. Ihr müsst unter jenen leben, gegen die ihr Krieg führt. Die anderen Allianzen? In der Tat. Wenn ihr nach Tamriel zurückkehrt, dann geht an jenem Ort, den ihr die Zuflucht nennt. Mein Geschenk erwartet euch dort. Es wird euch erlauben, in andere Lande zu reisen und euer wahres Wesen vor jenen zu verbergen, die euch als Feind betrachten würden. Könnt ihr mich dorthin schicken? Ich habe ebenso wenig Interesse daran, euch hier zu behalten, wie ihr daran hattet, in Kalthafen zu bleiben. Ich werde euch in euer kleines Versteck in der Wildnis zurückbringen. Dort warten eure überlebenden Gefährten bereits auf euch. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Ja, ich bin bereit.
geschehen? Wie sind wir hierher gekommen? Ich erinnere mich daran, dass ich überwältigt wurde. Aber dann... Richtig, das tut mir leid. Ich habe ein wenig Hilfe angefordert, um euch dort rauszuholen. Ich hoffe, dass ich meine Grenzen nicht überschritten habe. Schneelilie, ich... Ich weiß, Sai. Es ist vorbei. Es ist alles vorbei. Nun dann, überall glückliche Wendungen. Toll. Wer hat den Weinbrand? Wartet, wo ist Tarn? Hat er überlebt? Er ist verschwunden. Er ist weggerannt, glaube ich. Und er hat das Amulett mitgenommen, das ihr Burschen gefunden habt. Ihr werdet mir doch jetzt nicht sentimental, oder? Ich meine, ich habe doch schließlich meinen Ruf, als gefühlskalter Fels zu wahren. Was nun? Was nun? Für euch scheint es noch mehr zu tun zu geben, für uns. Wir haben schon zu viel gesehen, meine Freundin. Wir haben schon zu viel durchgemacht. Ich glaube, für uns wird es Zeit zu gehen. Werden wir einander wiedersehen? Vielleicht eines Tages. Es ist ja nicht so, als ob wir vom Antlitz Tamriels verschwinden. Und falls nicht, dann bin ich sicher, dass es einen Platz für euch in Sovngarde gibt. Wenn ihr vor mir dort eintrefft, dann hebt mir einen humpenkühlen Met auf. Wo werdet ihr hingehen? Sai und ich haben vor ein paar Tagen darüber gesprochen, was geschehen würde, falls wir beide überleben. Ich würde gerne mit ihm zurück in die Abtei der Klingen gehen und dort beim Wiederaufbau helfen. Leb wohl, Lyris Titanenkind. Dann trennen sich hier also unsere Wege. Ihr und Lyris geht zurück in die Abtei? Zumindest eine Weile. Dort muss vieles wieder aufgebaut werden und ich schulde es Kasura, ihr die Nachricht vom Sieg persönlich zu überbringen. Schneelilie und ich. Nun, vielleicht haben wir dann endlich etwas Zeit für uns. Werdet ihr Tarn nicht nachjagen? Zu welchem Zweck? Nein, soll er doch in seine Kaiserstadt zurückkehren. Er hat seine Rolle gespielt und das muss reichen. Groll ist Gift für die Seele. Aber vielleicht nach dem Wiederaufbau der Abtei der Klingen. Ja? Ich habe mich noch nie damit zufrieden gegeben, allzu lange an einem Ort zu bleiben. Das liegt nicht in meiner Natur. Irgendwann werde ich diesen Zwang, mich in Gefahr zu bringen, auch noch überwinden. Wenn ich die Wahl zwischen einem bequemen Leben und dem Abenteuer habe, entscheide ich mich stets für das Abenteuer. Dann begegnen wir uns vielleicht eines Tages auf der Straße wieder. Das würde mir gefallen. Es war mir eine ausgesprochene Ehre, Entseelte. Aber ich schätze, dieser Name ist wohl nicht mehr ganz passend, oder? Waren wäre stolz auf euch. Ich weiß, dass wir es sind. Leb wohl, Saisehahn. Geht noch nicht fort. Kann ich mit euch sprechen? Klar. Ich nehme an, ihr seid schon der Herrin Meridia begegnet. Eine reizende Frau, bezaubernd. Wir kommen wunderbar miteinander aus. Während ihr euch da auf euren epischen Streit eingelassen habt, habe ich ihr mal rasch Bescheid gesagt. Ich fragte sie, ob sie bereit wäre, uns auszuhelfen, wenn es allzu schlimm wird. Ihr habt Meridia gebeten, mich aus Kalthafen zu holen? Der Kniff dabei war der richtige Zeitpunkt. Mit jedem Schlag, den dieser dädrische Windbeutel einstecken musste, habt ihr Hunderte von Seelen befreit. Eure Seele konnte sie einfangen, ehe sie entschwinden konnte. Ein ziemlich guter Trick war das. In der Tat. Das ist reizend. Die Welt wurde gerettet. Die Helden gehen getrennter Wege. Und dieser Ritter hat eine neue Herrin, der er dienen kann. Bravo! Ich könnte nicht glücklicher sein. Toll! Wahrlich! Und wir erhalten einen Fertigkeitspunkt und einen Heilstab vom Set Erinnerungen. Und eine Glyphe, eine Lebensglyphe auf Lila. Dieser Waren war immer ein guter Kerl, müsst ihr wissen. Auch wenn er zu Beginn die Dinge vermasselt hat. Am Ende hat er sie aber wieder in Ordnung gebracht. Er ist immer noch bei euch, wisst ihr? Ein Teil von euch. Und vielleicht kann er durch euch weiterhin dem Land und den Leuten dienen, für die er sein Leben gegeben hat. Dann ist nun alles gut. Es gibt nur noch eine Sache. Welche Sache, Catwill? Ich freue mich einfach ungemein, dass alles so gut gelaufen ist. Um ganz ehrlich zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass wir auch nur den Hauch einer Chance haben. Aber andererseits, wenn wir uns keiner überwältigenden Übermacht stellen würden, dann wären wir auch keine Helden, oder?
Was soll ich jetzt tun, Catwill? Juckt es euch immer noch nach neuen Abenteuern? Sehr schön. Habt ihr euch je gefragt, was geschehen wäre, wenn ihr irgendwo anders aufgewacht wärt? Wenn ihr an einem anderen Strand angespült worden wärt? Meine neue Herrin hat mich mit den nötigen Mitteln ausgestattet, um euch zu helfen, wenn ihr die Herausforderung nicht scheut. Mir helfen? Wovon redet ihr da? Berührt Meridias Licht und seht die Welt durch die Augen eurer ehemaligen Feinde. Doch seid gewarnt, man wird euch nicht länger als einen großen Champion betrachten. Selbst vertraute Gesichter werden euch als seelenlose Herumtreiberin in einem fremden Land sehen. Was sagt ihr? Ich werde es tun. Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass es eigentlich Blödsinn ist, weil irgendwie bekommt man trotzdem überall immer diese Sprüche ab von wegen vielen Dank, dass ihr uns da geholfen habt und da gerettet habt und so weiter. Ja, mit der Zustimmung hier haben wir jetzt Catwills Silber begonnen. Und wir sind nun komplett in einem anderen Teil gelandet, in diesem Fall in Ödfels. Ich sehe hier gerade gar nichts mehr, weil Basti denkt, er müsste sich unbedingt dazwischen stellen. Ja, wir werden dann in der nächsten Folge in Ödfels weitermachen, weil das nach der Story ja halt hier eben so weitergeht. Und lange Rede, kurzer Sinn, weil die Folge doch sehr lange geworden ist. Aber ich denke nicht, dass ich die auseinanderschneiden werde, weil ja, das war halt eben alles ein Thema und das würde ich gerne zusammen haben. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.